Herr Bundestagspräsident, wie groß ist die Gefahr des islamistischen Terrors in Deutschland? Ich fürchte, dass sie größer ist, als wir das gerne haben. Denn wir haben zunächst gesehen, dass unser Nachbarland Frankreich in besonderer Weise betroffen ist. Aber jetzt haben wir den schrecklichen Vorfall in Österreich. Und das sind die Angriffe gehen immer gegen alle in Europa. Sie gehen auch gegen unsere gemeinsamen Werte. Und deswegen müssen wir das sehr, sehr ernst nehmen. Aber mein Vertrauen ist, dass die Sicherheitsbehörden das wirklich tun. Wie kann es denn sein, dass immer wieder Täter Anschläge begehen, die den Sicherheitsbehörden längst bekannt sind? Ja, weil wir, das ist ein Stück weit auch der Preis des freiheitlichen Rechtsstaats. Wir hatten ja einen Fall, wo ein Mensch strafhaft verbüßt hat und dann war sie verbüßt. Man wollte ihn abschieben, aber nach Syrien kann man nicht abschieben, Abschiebeverbot. Wenn ein Abschiebeverbot besteht, kann man eine Person auch nicht in Abschiebehaft nehmen. Und sie können nicht 24 Stunden lückenlos überwachen. Das ist mit unserer Freiheitsordnung nicht zu vereinbaren. Insofern tragen wir ein gewisses Risiko dabei auch. Das Gegenteil ist allerdings, die totale Kontrolle ist die Diktatur. Und den Preis möchten wir in unserer großen Mehrheit in unserem Land und ich auch nicht bezahlen. Deswegen müssen die Sicherheitsbehörden möglichst klare rechtliche Grundlagen haben, ihre schwierige Arbeit zu machen. Ich würde da in manchen Dingen weitergehen, das war immer schon, das weiß man seit 20 Jahren, wer mich kennt, weil ich finde, der freiheitliche Rechtsstaat muss auch in der Lage sein, seine Bürger zu schützen. Sonst zerstört er Vertrauen, was die Voraussetzung für eine stabile Freiheitsordnung ist. Aber im Einzelnen ist es Sache des politischen Streits und da muss der Bundestagspräsident sich ein bisschen mehr zurückhalten, als wenn er in einer aktiven Regierungs- oder Oppositionsfunktion ist. Ist es richtig, dass wir nicht nach Syrien abschieben? Ja gut, die gemeinsame Haltung von Bund und Ländern, dass man in Länder nicht abschieben kann, in denen den Menschen Folter oder Todesstrafe oder tödliche Bedrohung droht. Das ist ja wiederum Ausfluss unserer grundsätzlichen Überzeugung, dass jeder Mensch, auch der Gefährlichste, seine eigene Menschenwürde hat. Und das halte ich schon für richtig. Nur finde ich dann, dass man unter Umständen eine Rechtsgrundlage schaffen muss, dass man solche Menschen, wenn man überzeugt ist, dass sie gefährlich sind, stärker, also dass das nicht passieren kann, dass man dann ein nicht vertretbares Risiko eingeht. Denn das kann man den Opfern oder den Angehörigen von Opfern, das, was ich jetzt sage, im Einzelfall schwer erklären. Und ich finde, jemand, der unsere Freiheitsordnung genießt, sie aber genügend Anlass bietet, das zu nutzen, um mit Gewalt das zu beseitigen, der muss ertragen, dass diese Freiheitsordnung ihm seine Freiheit nicht lässt, um diese Freiheitsordnung zu zerstören. Da muss der Staat, der freiheitliche Staat, auch wehrhaft sein. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.